Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space 2. Ich bin der Baume, lang ist her. Zwei Wochen seit der letzten Aufnahmesession. Ich habe total vergessen, was los ist. In der Zwischenzeit ist so viel passiert. Ich kann es gar nicht alles mit einmal nennen. Ich bin aufgestanden zum Beispiel, war duschen und so. Es ist so viel passiert. Ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Oh, ist gerade wie ein Vietnam-Flashback. Es kommt alles wieder zurück. Wir sind hier oben, da sind die Vögel. Genau, der Dude, der ist hier gestorben, ganz alleine. Der ist hier ganz alleine verreckt und der hat sich nicht verwandelt in einen Necromorph. Er liegt hier ganz einfach nur... Okay, er hat sich Mühe gegeben, sich in einen Necromorph zu verwandeln, aber er hat es nicht geschafft. Ich dachte, der wäre hier oben isoliert. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Doch. Und hier oben ist diese komische Computer-Tussi, damit er nicht ganz so alleine ist. Und ein paar Vögel hat er noch. Und er hat Schach gespielt gegen niemand, weil er hatte keine Figuren. Ich erinnere mich, was machen wir überhaupt hier? Ich glaube, hauptsächlich abhauen, wa? Wollten wir abhauen? Was? Worum geht's in dem Spiel? Hallo YouTube, YouTuber, das ist schön. Ich will ein Hallo YouTube-Emote, ich weiß nur nicht, wie ich es mache. Irgendwie, ich bin da noch chronisch unentschlossen. Was ist denn das? Ah, hier war anscheinend auch schon was Ekliges, was wir umgebracht haben. Sehr schön. Gut, also ist die Infektion auch hier angekommen. Wegen einem Marker, weißt du? Weil die hier einen Marker gebaut haben, verwandeln sich Menschen zu Fleischbatzen. Orientierungsamt, vielen Dank für dein Host. Ihre Rig ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Na gut, dann gehe ich zurück. Wie war das? Man braucht einen Bioscan oder so? Man braucht irgendeinen Fingerabdruck. Du siehst so creepy aus, du komische Computerfrau. Schau mal in die Spalte. Treff gut, wunderschönen Tag, Hallöchen. Guck ich nachher rein, nach der Pause, okay? Ich weiß, wir mussten irgendwas mit ihmchen hier machen. Tut mir leid, dass ich deine Bettruhe störe. Oh mein Gott, du hast ja nur noch ein Bein. Du bist ein Bräuner, Mann. Wer Bräuler nicht kennt, weil er irgendwie nicht aus dem Osten kommt, warum auch immer manche Leute nicht aus dem Osten kommen, das ist ein halber Hahn, ja. Rig-Autorisierung erkannt. Saugeil. Hallo, Stationswachmann Howard Phillips. Ach, das ist Howard Phillips? Sie haben gut geschlafen. Lang nicht gesehen, hab dich fast nicht erkannt. Ja, gut geschlafen hat er, so ein paar Wochen. Er schläft immer noch. Er schlafwandelt. Wenn du schlafwandelst, das ist gar nichts, das in deinem Kopf irgendwas Ballerbing-Bong ist. Dann schnappt dich einfach nur jemand mit seinem Telekinese-Gerät und wirft dich durch die Gegend. Der Textmarker des Todes. Oh ja, oh, wahrscheinlich. Des Untodes, wohl eher gesagt. Ich finde es nicht gut, dass mir das Licht folgt. Energiesparmaßnahmen hin oder her. Jetzt brüll doch nicht so. Du trittst einfach nur. Ich will gar nicht wissen, wie sich das anhört, wenn er morgens aus dem Bett aufsteht. Autorisierte Vision erkannt. Autoschutz aktiviert. Stationswachmann Howard Phillips, bitte geben Sie einen verbalen Zugangscode zur Autorisierung. Ach du Scheiße. Phillips? Boah, dieses Licht. Leppels, Hallöchen. Gab's hier nicht irgendwo noch ein Tonspülgerät, sowas in der Art? Lippis? Lippis, sag mal was zu der netten Frau. Ich weiß, du hast nur noch einen halben Kiefer. Die Zunge ist auch schon am Stinken. Bah, bist du eklig. Gab's hier nicht irgendwo ein Tongerät? Weil der Westen besser ist, Baume. Odin? Son of Odin? Vielleicht in manchen Sachen, ja. Der Westen ist vielleicht besser im Korinthenscheißen, ja. Also das, ja, das können die richtig gut. Da kann man sich auch mal was drauf einbilden. Wo ist denn mal ein Tongerät? So, nein, ich will jetzt nicht irgendwelchen... Nein, wir sind alle super. Wir können alle alles. Nur manche halt besser, ne? Kackvögel. Kann ich einen Vogel mitnehmen? Nee. Brauch irgendwie... Mann, erschreck mich nicht immer so, Weib. Ist hier irgendein Tongerät, Tonband, Schaufelwaufel? Muss ich nochmal was abspielen? Vielleicht muss ich einfach nochmal was aus dem Inventar abspielen. Ich probier's mal. Das wäre jetzt... Uiuiui, geh da nicht zu nah ran. Das wäre jetzt natürlich extrem tricky. Ich muss irgendwo hin, bis dieser Aufzug repariert ist. Die Schwerelosigkeit ist mit... Nee, nicht Aufgaben.
Datenbank, genau. Ich will antworten. Persönliches Log Howard Phillips. Ellie, was macht Strauss? Nee, das ist auch Quatsch. Yes. Manchmal kann Isaac Sachen reparieren, indem er drauf schießt. Boah, es ist komisch hier. Es ist alles ein bisschen seltsam. Wuselt durch den Bart und guckt raus. Lisa, hey, grüß dich. Moin. Mach mich nicht fertig, Baum. Mein Weltbild bröselt schon. Tut mir leid, Silent Dev. Tut mir leid. Hat einer von euch eine Ahnung, wie wir die Frau... Kann ich nicht mehr... Ich kann einfach durchgehen. Natürlich. Ich gehe da einfach durch. Das ist die Lösung. Natürlich, wer hätte denn das gedacht? Mensch, kann ich da vielleicht auch das Ding hier durch? Mensch, vielleicht sollte ich auch noch mal was zu trinken nehmen. Ist alle, ne? Scheiße. Tja, ich gehe da halt einfach durch, ne? Was ist das für ein beklopptes Sicherheitssystem? Das ist ja Wahnsinn. Da kann ich ja hier auch dazu. Ein Quatsch. Ich mache mir schon Gedanken aus dem Inventory, irgendwelche Logs ab. Knoten. Wir haben doch sonst nicht außer Erbsenzählen. Ja. Naja, ihr habt zum Beispiel Landbier. Ja. Hefer ist ja auch sehr lecker. Und dafür haben wir Sternburg. Siehst du, wir im Osten können zum Beispiel kein Bier brauen. Wir können es halt nur trinken. Aber das reicht ja auch schon meistens. Cool. Das war ja easy peasy. Kann es sein, dass wir einen ziemlich krassen Plasma-Cutter mittlerweile haben, wenn wir den hier schon mit zwei Schüssen weggesendet kriegen? Ist da ein Knoten? Nein. Fahrstuhl haben wir. Was, wenn du den Leuchteschalter ansetzen musst, dann ist der Pengschatz in der Nähe. Viel Spaß beim Suchen. Oh, der Pengschatz wird interessant. Ob ich den finde? Ja, ne, klar, schon wieder, nicht? Schon wieder. Ist klar. Oh, guck mal. Oh, Mensch, noch so eine Wurst. Oh, fuck. Nein! Oh, nein. Ja, natürlich. Natürlich geht es zu, wenn... Shitty fuck. Natürlich bleibt's nicht offen. Es geht ja sowieso zu. Das erklärt natürlich auch, warum man da eigentlich gar nicht oben drauf schießen muss. Nur wenn man überleben will, muss man darauf schießen. Boah, jetzt schon mit einem Schuss. Ich bin richtig gut. Ich habe gesehen, wie es gebrannt hat. Also unser Special-Scheiß. So eine fiese Falle, ey. So, diesmal baller ich ihn gleich weg, wenn er kommt schon. Wer kommt denn? So, wo ist der nächste? Ich lade nochmal schnell durch. Oh Gott, Babys! Noch ein Baby! Da ist noch eins. Geht! Komm mir nicht zu nah! Nein! Oh Gott, ich kann auch so schlecht zielen! Holy Christ! Bam! Schneckenbaby! Kinder, nee! Also wirklich. Können die nicht irgendwie Verhütungszwang einführen, bevor sie einen Marker bauen? Bah! Oh, wer hat alles Bock auf Zombie-Babys? Los, lass mal schnell poppen gehen, bevor wir den Marker fertig bauen. Ey, hoch auf die Unitology und so. Vielfalt. So. Ist ja langweilig, wenn nur die Erwachsenen zu Zombies werden. So, wie krieg ich dich denn? Ne, du bist doch Muni! Erzähle doch nicht! Und du willst mich auch die ganze Zeit nur umbringen, du olle Trine. Das? Wieso komme ich denn da nicht ran? Ist eine Scheibe davor. Was? Wie? Son of Odin, versteh das nicht falsch. Mit Tomaten meine ich Pokebälle, ne? Du brauchst mich jetzt nicht zu fangen, nur weil ich von Pilz rede. Was ist das denn? Wir haben ja eine Sicherheit. Treff gut. Wunderschönen guten Tag, treff gut. Was bist denn du? Ach, wir können dich hacken. Oh, können wir die Truller dann bitte ausschalten? Das wäre mir ein Bedürfnis.
Wachmann Howard Phillips. Unautorisierte Benutzung des Zugangslifts erkannt. Bitte antworten Sie. Merkst du denn nicht, dass der Phillips nicht mehr wirklich gesprächig ist heutzutage? Wachmann Phillips. Mir juckt's schon wieder an dieser besonderen Stelle. Denn ich bin ein Hologramm. Wait, what? Oh Gott, hey, das war aber knapp. Das war ein Drive-By. Nein, aber Feindschutz. Oh Gott. Ich habe heute wieder Reflexe wie ein... Was bist du? Kommst du her? Bist du da gerade entstanden? Ach, der hat gepanzerte Füße, der Sack. Mamsch. Ah, jetzt kommen langsam die mit der Militärklamotte, die noch gepanzerte Beine haben. Das ist mies. Vor allen Dingen, so richtig anatomisch korrekt sehen die auch nicht mehr aus. Phew. Warum denn gerade die Beine? Ich schieße doch immer so gerne auf die Beine eigentlich. Boah. Alter. Oh, komm hier. Oh Gott, nein. Ja, bleib ruhig da unten. Das ist in Ordnung. Das ist schon okay. Bleib ruhig da unten. Och Gottchen. Ja, ich bin heute aber auch Schrecker. Ja, das habe ich irgendwie kommen sehen. Wow, holy moly. Der hat sich selbst verloren auf dem Weg hierher. Boah, Workbench. Boah, ja. Baume passt schon, alles gut. Okay, danke schön. Ja, ich will es mir mit dem Son of Odin nicht verscherzen. Wir haben einen üblen Flammenwerfer. Ach, siehste, habe ich total vergessen. Unser Plasma-Cutter ist doch jetzt Ultra, oder? Ja, da können wir unsere Rack noch ein bisschen besser machen. Ach ja, 2 Punkte haben wir noch. Da können wir noch... Was ist denn das? Schaden. Machen Schaden mit unserer Rack. Warum das? Wozu? Boah, braucht man da noch viel. Aha, das ist mir ein bisschen zu viel. Ehrlich gesagt, dann will ich lieber eine Waffe pimpen. Was haben wir denn da? Der Ripper ist doch eigentlich ganz nett, oder? Oder die Harpune. Die Harpune. Der geschmiedete Ripper, ich glaube, da muss ich nochmal gucken. Da ist irgendwie Quatsch drin. Den können wir nochmal umbauen. Aber die Harpune war, glaube ich, ganz nett. Mehr Schaden, ja. Schneller nachladen, nicht schlecht. Und Kapazität. Das sind eigentlich 3 super investierte Punkte. Saugeil, dann lasse ich das so und einen hebe ich mir wie immer auf. Man weiß ja nie, wann man mal einen verlässlichen Knoten braucht. Gut, ein alter Seemannsknoten. Auch in der Raumfahrt. Immer wieder praktisch. Da braucht man wohl wieder ein bisschen WD-40, wa? Das quietscht ganz schön. Was bist du? Ja, natürlich. Da hänge ich meine Sonnensegel auch immer zum Trocknen auf. Mark, ich weiß, dass Sie da oben sind. Selbst wenn sie lange genug leben, um die Energie wiederherzustellen, gibt es kein Entkommen. Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Geben Sie auf, Clark. Du willst mich doch nur umbringen, du fieser Humpen. Warum hörst du nicht einfach auf, mich umbringen zu wollen und wir werden stattdessen beste Freunde? Ich finde das eigentlich gar nicht mal so doof. So, weißt du was? Mein klebriger Freund, du darfst vorgehen. Weiter vor, noch ein Stück. Ach Gottchen, jetzt guck mal, wie er sich wegduckt. Hat er Angst, ne? So geil. Wo ist er hin? Ich höre schon wieder ihn in der Wand. Das ist wie die South Park-Folge mit den Hippies. Da klopfst du dreimal an die Wand, plötzlich kommt ein Hippie rausgefallen. Mit den Worten, boah, Alter, wie bin ich denn hier hin? Ach du Spielverderber, KI! Yep. Komm, können wir gleich mal nehmen. Joink, ein Knoten, sehr geil. Wasser, wusste ich's doch. Ist gut jetzt? Ist gut? Nein? Gut. Du siehst ein bisschen aus wie die Jacqueline von Amnesia, weißt du noch? Die hatte auch so einen Knutschmund. Ist ja schon irgendwie geil. Ich frag mich nur, warum wir nicht in dem Gürtel des Saturns sind. Warum sehen wir den so deutlich? Ich dachte, der Titan fliegt in dem Saturngürtel umher. So wie der ganze andere Stuff auch, der um die Achse des Planeten kreist.
Schreibst du dann Hashtag Pengschatz, treff gut. Na, hoffentlich sehe ich das. Schreib am besten noch Fett Baume davor, treff gut. Das ist schön. Ich glaube, ich war letztes Jahr zuletzt da. Was macht der Baume? Läuft's? Alles gut? Yo, Sir Kinnock. Schön. Danke der Nachfrage. Alles super. Alles super. Wie? Ich kann nicht nachladen. Nein, alles scheiße. Alles scheiße. Nur noch 19 Schuss. Ich nehme mal lieber eine andere Waffe. Vielleicht die hier. Oder die. Ja. Lebenserhaltungssysteme werden gereinigt. Vergangenheits-Kane. Hallöchen. Was? Lebenserhaltungssysteme werden gereinigt? Was ist das da? Nee, nicht schon wieder so einer. Nicht schon wieder so einer. Farewell and goodbye. Da, 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 da. Seid ihr down? Achso, mir geht die Luft aus. Das ist ja super. Komm, jetzt noch mehr von der Sorte. Ich hasse die. Ich hasse die. Mach auf. Wir haben nur noch so und so viel Zeit. Jetzt mach hin. Ja, nee, lass dir Zeit. Lass dir Zeit, Isaac. Ist nicht schlimm. Wie sehe ich denn jetzt, ob das blau ist? Die Luft ist ulkig. Nee, ach doch, man sieht's. Man sieht, es ist blau. Ja. Ach, guck mal, der Baum ist hier in einem Tunnel. Ey, lass mal die Lebenserhaltungssysteme reinigen. Das ist bestimmt eine super Idee. Scheiß Kack-KI. Du bist eine Kack-Intelligenz, bist du. Berlin! Berlin! Moin! Willkommen bei Dead Space 2. Na? Und Django ist auch da. Mensch. Es füllt sich jetzt aber auch gerade. Das ist hübsch. Das sehe ich gerne. Überall sieht man diese Truller, weißt du? Da, man erkennt sie nicht immer richtig, weil es so ein schlechtes Hologramm ist. Und trotzdem verfolgt die einen auf Schritt und Tritt. Ich verstehe gar nicht, warum die hier alle 5 Meter so einen sauteuren Holoprojektor hinstellen. Einfach nur, damit einem das Gesicht so unglaublich auf den Sack geht. Und ständig fotzt die einen nur die ganze Zeit. Autorisierter Besucher, Hauptrechner. Siehst du? Sie fängt schon wieder damit. Ich mach gar nichts. Systemabregelung initialisiert. Ach, der darf das sagen, aber wenn ich sage, hallo, ich bin der Isaac. Systemabregelung abgeschlossen. Tut mir leid, Clark. Ich weiß, was Sie vorhaben und kann nicht zulassen, dass Sie Erfolg haben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Och man, fieser Nazi. Was ist denn das für ein Zimmer? Da kommt man doch bestimmt rein. Das sieht sehr interessant aus. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Was? Treffgute Pengschatz ist in der Nähe. Hier? Treffgut? Hier? Hier jetzt in diesem Bereich? Weil wenn ich das richtig sehe, sind wir gerade im Herzen eines großen Computers. Ich meine, da dürfte Isaac sich ja eigentlich wohlfühlen. Hussa, was bist du denn? Yo. Sau geil. Was ist das denn? Umleiten. Wow, wie fett. Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Ja, halt die Fresse. Dann mach den Hauptrechner wenigstens nicht mal. Mach den halt nicht so groß, dass man drin rumkrabbeln kann. Wenn es jetzt einen Fehler gibt, heißt es, ich bin der Bug, ne? Weil ich irgendwo mit dem Fuß hängen bleibe und dann Strom und so. Boah, das ist ein... Und hier soll das sein? Was? Was ist das denn? Und ich fasse das alles der einfach an. Der unautorisierte Zugriff auf den Hauptrechner ist eine Verletzung des Bürgerrechts der Titanstation. Alter, setzen Sie alle Steuerungen und treten Sie vom Sicherheitskasten zurück. Dass du mir den Sauerstoff abdrehen wolltest, ist eine Verletzung gegen das Bürgerrecht, mein liebes KI-Fräulein. Holy shit! Was bist du denn? Du bist aber nicht der Fotograf. Oh Gott. Die Harpune ist schon fett. So. Ich habe den Typen gefunden, der vom Sicherungskasten zurücktreten soll. Was mache ich denn hier? Was ist denn das? Speer, 1986. Grüß dich. Hallo. Hallo. Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Ich drehe hier einfach überall den Saft ab. Das sieht vernünftig aus. Was bist du? Soll da jetzt Saft rein oder... Oh, nee, ja, ich habe was Saftiges gefunden auf jeden Fall.
So, du bist aus, oder was? Ich lasse das jetzt so. Ich habe jetzt überall den Stuhl. Ich lasse das jetzt so. Gehe ich jetzt ins Zimmer nebenan? Du sollst ins Zimmer. Durch den Lüftungskrabbel. Ja, ja. Hier ist der Peng-Schatz? Genau da ist irgendwo der Peng-Schatz. Ach du Scheiße. Treff gut, schön, dass du sagst. Ich werde viel Spaß beim Suchen haben. Ich will den finden. So ist nicht. Ich will den wirklich finden. Aber ich glaube, das wird anstrengend. So. Jetzt drehen wir die ganze Chose nochmal rum. Man hätte auch gleich ein Teestück reinbauen können, aber... Wieso sollte man hier denn eine Teegabelung bauen, wenn man lieber einen riesengroßen Motor bauen kann, der das ganze Ding dann dreht? Ja, so hat man bestimmt 2 Quadratmeter mehr, die man mit so blauem, grünen Firlefanz-Leuchtzeug vollstopfen kann. So, wer will mich hier jetzt umbringen? Was bist du eigentlich? Gar nicht. Kann ich nicht irgendwie hochziehen oder so? Nee. Okay, du bist rot, du kommst raus. Ist auch rot, kommt's raus. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Ah ja, Hauptrechner, genau. Ah ja, wenn ich da bin, werde ich mich kümmern. Upp. Wie sieht denn der Peng-Schatz überhaupt aus? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie sieht denn der überhaupt aus? Ich glaube, hier liegt er nicht. Also wäre ein bisschen sehr offensichtlich. Ach komm. Wo war nochmal der Flamer? Der war hier, ne? Merkt euch, wenn er in euren Computer kriecht, nehmt euch einen Flammenwerfer mit oder wenigstens ein Deo und ein Feuerzeug, falls er ein paar Bugs findet. Kein Wunder, dass hier nichts geht. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Bei den Untermietern. Und wie es sich wiederholt, ich nenne sie Charola. Carola Schröben. Aber Schröben nennt man sie nicht mehr. Das war ihr Mädchenname. Irgend so ein Hanswurst geheiratet. Carola Hanswurst. Hallo, Carola. Sag mal, kann es sein, dass gerade irgendwo jemand im Hauptrechner ist? Sag mal. Ich habe da was gehört. Ich würde dich gerne erschießen, aber du bist leider gar nicht echt. Kleiner Tipp, es gibt 3 Räume. Es gibt drei Räume. Treff gut, was willst du? Autorisierter Besucher. Hauptrechner. Ach so, im Hauptrechner. Ach so. Treff gut, du sagst, es gibt 3 Räume. Warte mal kurz. Hier sind aber nur 2. Willst du mir vielleicht damit sagen? Ellie, ich muss diesen Rechner ausschalten. Ich bin inmitten seines Kerns. Ordnen Sie die Sicherungen wie auf dem Diagramm am Boden an. Dann fährt ein Podest hoch. Ich habe Chinese bei den Sicherungen angewendet. Sie haben das schon mal gemacht? Seltsam, aber ja. Erzählen Sie mir irgendwann mal davon, aber nicht jetzt. Chinese, Sicherung mit Diagramm abgleichen. Verstanden. Danke. Autorisierter Besucher, Hauptrechner. Was? Plus 2 Würfel, ein Viereck und ein Haus. Wir haben hier die 2 Würfel. Dann haben wir das Haus. Das ist aber falsch rum, das Haus. Das ist falsch rum, das Haus. Wir haben noch das Plus. Dann haben wir das Viereck. Und dann haben wir das Haus, was irgendwie falsch rum ist, aber das interessiert anscheinend keinen. Autorisierter Besucher, Hauptrechner. Alles Taco. Krieg ich jetzt einen Keks? Kann ich den Raum hier noch weiter drehen, während ich hier drin bin? Geht das? Moment. Ich hab ne Idee. Wup, wup, wup. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Sieht so ähnlich aus wie der Oscar aus Gold. Die goldene Statue. Achso, achso. Ja, aber der Peng ist kein Oscar. Also der ist nicht golden, der war bunt das letzte Mal. Ich glaube, der war pink oder so. War ganz komisch. Auf jeden Fall war der viel wert. So, jetzt drehen wir den Scheiß. Und ich wette, das ist der Trick. Wenn ich jetzt wieder durch das Ding darüber krabbel in den anderen Raum und den Computer dann repariert habe, kann ich durch die Türen gehen und dann kann ich hier vorne den ganzen Scheiß nochmal drehen und dann komme ich in den Raum, der jetzt hier quasi geradeaus liegt. Und da ist der Peng, Biggity Bang Peng drin. Glaube ich. Weiß ich. Schätze ich, wette ich, wette ich. Gut, gut. So, Diagramm. Hau doch mal ab hier mit dem Scheiß.
Dankeschön. Was haben wir denn? Noch ein Plus, drei Würfel, Haus, Viereck. Plus, zwei Würfel, Haus, Viereck. Hauptrechner. Plus, krieg ich das so hin? Nee, leider nicht. Habe ich jetzt kaputt gemacht? Leider nicht. Plus, das Viereck kam, glaube ich, diesmal hier unten hin, nicht wahr? Ja. Genau. Warte. Ist das so richtig? Dann kommt noch das Dingens. Bäh. Dichter. Nein. Mensch. Dichter. Bah. So. Ich weiß schon, warum ich Ingenieur und nicht Chirurg geworden bin, ne? Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Haben wir's jetzt mal, bitte. Was? Es ist... Verfickte! Kann das mal bitte einer wegnehmen hier? Das ist ja furchtbar. Ist das etwa falsch? Aha! Es leuchtet blau. Mit blau leuchtet es Taco, oder? Huch! Was bist denn du? Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Okay, das läuft jetzt nicht ganz so ab, wie ich mir das gedacht habe, aber es ist... Es dreht sich jetzt hier hin. Da ist noch ein Raum. Danke, Keksi. Danke, danke. Der Terror-Error ist da. Moin. Und Folio. Jawoll. Das hat Peng gemacht. Also war das doch richtig, so wie die rot geleuchtet hatten, war richtig. Dass die blau geleuchtet haben, war eigentlich falsch. Aber ein Secret. Danke, Treffgut. Danke. Danke. Danke für den Hinweis. Hauptrechner. Boah, ein Knoten. Ey, und noch einer. Geil. Und hier ist noch einer drin? Achso, nee, nur ein bisschen Leben, schade. Hm, Medkit. Credits 5000, Peng. Nice. Nice. Boah, ein Hello Kitty Halbleiter. Guckt ihn euch an. Wie hübschig. So, mitgenommen. Nice. Cool. Habe ich noch was übersehen? Necromorph vielleicht? Ein übelst leckeren? So ein Dönertier? Mit Soße? Leider nicht. Leider. Geil. Geil. Treffgut, wenn du nichts gesagt hättest. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja jetzt aktiv danach gesucht. Aber wenn du mir nichts gesagt hättest, ich glaube, ich hätte den Raum, dadurch, dass das jetzt blau geleuchtet hatte, oben und unten rot, ich glaube, ich hätte den Raum aus Versehen auch so gefunden. Ach, ich bin mir nicht sicher. Das lässt sich immer schwierig sagen, wenn man einmal quasi so einen Gedanken eingepflanzt bekommen hat. Das klingt jetzt aber schon falsch, wenn das so macht. Oder war das doch richtig? So, das haut doch jetzt... Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Haut das jetzt hin? So, da muss ich dich ja jetzt nochmal drehen, es nützt ja nichts. So, nun schalt der blöden Eulen den Saft ab. Ich gebe mir alle Mühe. Gebe mir alle Mühe. Pekanigor, Hallöchen. Ja, die sind leider noch auf Cooldown. Die sind leider noch auf Cooldown. Es wurde schon verbobbt. Und der Bob und der Billy und der Trager, die teilen sich alle den gleichen Cooldown. Besucher, Hauptrechner. Du bist selber so ein Hauptrechner. Ja, das passt schon. So, kann ich jetzt hier durch? War es das jetzt? Bin ich fertig? Anscheinend doch nicht. Naja, anscheinend muss es doch andersrum. Verdammt! Es ist doch nicht korrekt, wenn es rot leuchtet. Schade, aber auf dem Boden hat es rot geleuchtet. Da dachte ich, ist okay. Ist aber... Die müssen, glaube ich, grün leuchten. Ich habe echt das Gefühl, ich stiefe hier schon seit 10 Minuten durch diesen Computer und durch diesen begehbaren Computer. Es fühlt sich an wie 1970. Als Personalcomputer noch ganze Räume ausgefüllt hatten und das Prädikat Personal noch nicht hatten. So,
So, pass mal ab, Jörn. Pass mal ab. Wenn das so ist, dass ich das, dann muss das mal vielleicht dahin. Wir machen jetzt hier Try and Error. Was soll's? Du kommst da hoch raus. Saftiger Saftsack. Ne? Okay. Ach so. Ach so, ich guck da von so drauf und dann zeigt er dahin. Dann kommt der Kreisel. Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Halt, oh, meine Güte. Vibe. Boah, wo kommt das Plus hin? Da unten rechts. So rum muss man das sehen. Ich habe mir immer vorgestellt, ich würde quasi draußen an der Scheibe stehen und von draußen reingucken und hätte die... Sag mal, hier unten links ist echt nicht meine starke Hand irgendwie. Das ist jetzt... Pff, kennt ihr das auch? Das erste Mal. Und man denkt sich so, fuck, wie geht das? Eigentlich. Jetzt bist du aber zimperlich. Oh Gott, nein. Hätte ich mal lieber nichts gesagt. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Ja, komm, so groß ist er gar nicht. Jetzt tu nicht so. Na bitte, dass man mal erst rufen muss. Die elektrische Abschirmung des Hauptrechners wurde deaktiviert. Vorsicht walten lassen. Vorsicht walten lassen? Sie hat ihre Abschirmung deaktiviert. Ich bin ganz zärtlich mit dir, Sherry. Sie verletzen gerade mehrere Paragraphen des Bürgerrechts der Titanstation. Treten Sie sofort von allen Maschinen zurück. Ich trete gleich in dein Gesicht, sobald ich irgendwas finde, was dir in einer stofflichen Form nahe kommt. Irgendeine Hardware-Komponente, die ich zerlatschen kann. Das wäre mir eine Befriedigung. Gott, wie die mich nervt. Ich meine, sie macht ja nur ihren Job, aber meine Güte. Seit wann ist ihr Job denn, mich umzubringen? Warum nicht immer gleich reinstecken? Ja, ja, ja. Trollen, danke für den Hotshot. Das wird wohl ein Highlight werden. Ich sehe das schon kommen. Eigentlich ist die Folge schon lange rum, aber ich schieb so gerne... Unautorisierter Besucher. Dinge hin und her. Nein, falsch, natürlich. Man möchte meinen, das ist gar nicht so kompliziert. Es sind doch nur vier Löcher, aber da kann man echt viel falsch machen. Glaubt es oft gar nicht, wie kompliziert sowas sein kann. Ah, siehste? Bam, schon wieder falsch. Oh oh. Meine Herren. Haben wir es jetzt? Sicherheit des Hauptrechners beeinträchtigt. Sicherheit wurde informiert. Lassen Sie mich bitte wieder raus. Warum ist denn jetzt alles dicht? Okay. Okay. Wisst ihr was? Wir machen hier mal einen kleinen Cut rein. Für YouTube. Fies, ne? Naja, jetzt haben wir es ja geschafft. Komm, wir haben den Rechner befriedigt. Oder sowas in der Art. Und das soll uns für heute erstmal genügen. Dann gucken wir mal, welche Tore sich uns da geöffnet haben. Gerade eben. Ich hoffe, wir können der Alten endlich den Saft abdrehen. Also wirklich, also das geht, ist ja wirklich nervig. Und ich glaube, wir müssen hier oben noch ein bisschen weiterlaufen. Und alle 5 Meter hält die uns irgendwelche Laserschranken ins Gesicht, möchte uns in die Luft jagen, uns den Sauerstoff wegnehmen, uns, ja, du hetzt uns Nekromorphe auf den Hals. Tolle KI, richtig tolle KI. Trifft gut. Psst. Ich mach ja schon Schluss. Na dann, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns hoffentlich. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. IT war noch nie so pervers.